Papst Gregor IX. Ließ seine Dominikaner den Kreuzzug gegen die Stedinger Bauern predigen. Im Winter 1229 bis 1230 rückte Erzbischof Gerhard II. Von Bremen zusammen mit seinem Bruder und anderen Adeligen und ihren Rittern ins Feld gegen die Bauern. Zunächst gewannen die Bauern, aber 5 Jahre später, am 27. März 1234, wurden sie von einem Heer im Dienste der Kirche massakriert. Superreich durch Simonie. Der Ämterverkauf, also Simonie, brachte dem Papst viel Geld und Besitztümer ein. Jesus kannte keine Ämter. Er stand auf gegen die Theologie und gegen das damalige Priester- und Pfarrertum. Deshalb setzte er auch keine Amtsinhaber ein. Die katholische Kirche machte das ein wenig anders. Papst Innozenz III. Schuf gleich nach seinem Amtsantritt im Jahre 52 nach Christi neue Sekretariatstellen, die er für 79.000 Goldgulden verkaufte. Päpste erklärten oft die verkauften Ämter ihrer Vorgänger als verkannt, um sie neu verkaufen zu können. Papst Leo X. Hatte 39 neue Kardinalsämter geschaffen und strich dafür 511.000 Dukaten ein. Der Preis für einen Kardinalshut lag damals bei 10.000 bis 30.000 Golddukaten pro Exemplar. Selbst das Amt des Papstes war käuflich und ging an den Meistbietenden. Als 1492 Papst Innozenz VIII. Starb, galt Kardinal della Rovere als der größte Favorit. Er verfügte über 1 Million Golddukaten von der Republik Genua und weitere 200.000 vom König von Frankreich, um seinen Anspruch den nötigen Nachdruck zu verleihen. Sein Konkurrent Rodrigo Borgia war unter 4 Päpsten Vizekanzler des Heiligen Stuhls. Die von ihm gebotenen Bestechungsgelder waren atemberaubend. Er verschenkte reiche Abteien, luxuriöse Villen und ganze Städte, um sich die Stimme eines Kardinals zu sichern. Während des 5-tägigen Konklaves im August 1492 operierte er mit Versprechungen auf profitable Beförderungen und unverhohlenen Bestechungen, um die Wahl für sich zu entscheiden. Manche Kardinäle wollten Paläste, andere Burgen, Land und Geld. Kardinal Orsini verkaufte seine Stimme für die Burgen Monticelli und Sariani. Kardinal Ascanio Sforza wollte 4 Maultierladungen Silber und das lukrative Kanzleramt der Kirche, um seine Zustimmung zu garantieren. Kardinal Colonna bekam die reiche Abtei St. Benedikt mitsamt allen dazugehörigen Domänen und Patronatsrechte für sich und seine Familie auf ewige Zeiten. Der Kardinal von Sant'Angelo wollte das Bistum Porto, die dortige Burg und einen Keller voll Wein. Kardinal Savelli erhielt die Civita Castellana. Rodrigo fehlte immer noch eine Stimme zum Sieg. Die ausschlaggebende Stimme gehörte einem venezianischen Mönch. Er wollte lediglich 5.000 Kronen und eine Nacht mit Rodrigos Tochter, der reizenden 12-jährigen Lutrezia. Das Geschäft wurde besiegelt und mit den Stimmen von 22 Kardinälen in der Tasche wurde Rodrigo Borgia zu Papst Alexander VI. Gekürt. Superreich durch Mord. Päpste schreckten auch vor Mord nicht zurück, wenn es um ihre finanziellen oder machtpolitischen Vorteile ging. Glaubt man einigen Priestern, die mit einem Buch anonym an die Öffentlichkeit gingen, so geschehen heute noch mysteriöse Todesfälle im Vatikan. Der Historiker Thomas Tomasi schrieb dazu, es wäre nicht möglich, all die Morde, die Vergewaltigungen und die Fälle von Blutschande aufzuzählen, die jeden Tag am Hof des Papstes begangen wurden. Das Leben eines Menschen ist nicht lang genug, um sich die Namen aller ermordeten, vergifteten und bei lebendigem Leibe in den Tiber geworfenen Opfer zu merken. Mord war ein hübscher Nebenverdienst für Papst Alexander VI.
der permanenten Bedrohung seines Bruders überdrüssig, der sich im Vatikan als Flüchtling aufhielt, schickte der osmanische Sultan Bayazid II. Papst Alexander dem VI. 40.000 Golddukaten, für die er Cem ermorden sollte. Doch so billig war die Hilfe des Papstes nicht zu haben. Er wartete ab. Weitere 200.000 Dukaten legte der Sultan nach. Dann ließ Papst Alexander der VI. Cem vergiften. Der Ämterverkauf war eine gute Einnahmequelle. Um jedoch die Einnahme nicht versiegeln zu lassen, sorgte Papst Alexander dafür, dass die Kardinäle bald vergiftet wurden, die er zuvor ernannt hatte. So konnte er nicht nur ihren Kardinalshut erneut verkaufen, sondern auch alle ihre Besitztümer einstreichen, die auf die Kirche übergingen. Soll heißen, auf Papst Alexander. In seinem Bestseller »Die heilige Mafia des Papstes« erwähnt Robert Hutchison eine Reihe mysteriöser Todesfälle, die alle in geschäftlichem oder persönlichem Zusammenhang mit dem Vatikan oder einer ihr nahestehenden Gruppe stehen sollen. Er bezieht seine Behauptung auf folgende Todesfälle. Der Geistliche Giuliano Ferrari wurde in einem leeren Abteil des Schnellzugs Genf-Paris tot aufgefunden. Er starb angeblich an schwerem Herzinfarkt. Bereits 1969 hatte man versucht, ihn mit Hilfe von Glycosid digitalis langsam zu vergiften. Diese Droge verursacht Herzversagen. Ferrari nannte die römische Kirche das größte und schmutzigste Geschäftsunternehmen der Welt. Deschner spekuliert, ob er nicht Opfer des Vatikanismus wurde. Nach Ansicht Ferraris waren die lateinamerikanischen Priester Camilo Torres und Oscar Romero Opfer des Vatikans. Ferrari sagte kurz vor seinem Tod, das jüngste Verbrechen des Vatikans war die Ermordung meines Freundes, des Erzbischofs Oscar Romero in San Salvador. Am Morgen des 18. Juni 1982 wurde der Mailänder Bankier Roberto Calvi unter der Brücke der Barmherzigen Brüder in London erhängt aufgefunden. Seine Füße hingen in die Themse. Er war Mitwisser und Beteiligter eines großen Finanzskandals, der vom Vatikan ausgelöst wurde. Seine Tochter, sagte er kurz vor seinem Tode, die Priester werden mein Ende sein. Seine Frau, Clara Calvi, sagte in einem Interview, es waren mit Sicherheit die Priester des Vatikans. Das hatte uns Roberto schon vorher gesagt. Jemanden umzubringen ist für sie keine Sünde, so sagten sie es ihm. Sie würden ja nur eine Seele aus dem Körper befreien. Dem früheren Finanzberater des Vatikans, Leopold Ledel, sagte Calvi Tage vor seinem Tod auf seiner Flucht nach London. Marcinkus will meinen Kopf. Gemeint war Kardinal Marcinkus. Am Montag, dem 4. Mai 1998, wurden im Vatikan drei Menschen ermordet. Die offizielle Fassung: Der Schweizer Gardist Cedric Tornay habe den Oberstleutnant Estermann und seine Frau Gladys Mezzaromero erschossen, um sich daraufhin selbst zu richten. Eine Gruppe von Angehörigen des Vatikans, Geistliche und Laien, die anonym bleiben wollen, sehen das anders. Sie schrieben in Italien ein Buch zu dem Thema mit dem Titel »Blutlügen im Vatikan«. In Deutschland erschien das Buch mit dem Titel »Ihr habt getötet«. In ihrem Buch legen sie ihre Überlegungen dar, wie es zu den Morden gekommen sein könnte, wer Nutznießer war, und sie zählten die vielen Unstimmigkeiten auf bis zum gefälschten Abschiedsbrief des angeblichen Mörders.
Die Mutter Cherex behauptete, es gäbe jemanden im Vatikan, der die Wahrheit aufklären könnte, doch dieser jemand sei plötzlich spurlos verschwunden. Sie hat Angst, denn Abgeordnete aus dem Vatikan sind bis zu ihr in die Schweiz gereist, um sie unter Druck zu setzen und zum Schweigen aufzufordern. Nach Angaben dieser anonymen Mitarbeitergruppe des Vatikans, die sich Jünger der Wahrheit nennt, soll im Vatikan ein blutiger Erfolgskrieg toben zwischen dem sich rivalisierenden Ableger der berüchtigten Freimaurerloge P2 und einer erzkonservativen international agierenden Gruppe. Die gigantische politische, ökonomische und logistische Machtfülle des Vatikans untereinander aufteilen, wobei der Papst nur als klerikales Aushängeschild dient. Zum Tode von Johannes Paul I., also Albino Luciani, sagen sie, er wollte mit dubiosen Finanzgeschäften, übertriebenem Prunk und Korruption innerhalb der Amtskirche aufräumen. Doch sein Pontifikat war auffallend kurz, 33 Tage, die Todesumstände mysteriös und Albino Lucianis Leiche wurde so schnell einbalsamiert, dass eine Obduktion nicht mehr möglich war. Superreich durch Nebeneinnahmen. Die Päpste fanden immer wieder Wege, ihr Vermögen und das der Kirche zu vergrößern. Papst Alexander VI. Ließ Mörder einfach laufen. Gegen eine kleine Gebühr selbstverständlich. Er bemerkte, der Herr will den Tod des Sünders, aber dass er zahlt und lebt. Bei durchschnittlich ca. 14 Ermordeten pro Tag in Rom damals ein einträgliches Geschäft. Der gleiche Papst erlaubt einem Adeligen, mit seiner Schwester Blutschande zu begehen. Gegen eine Gebühr von 24.000 Goldstücken. Peter Mendoza, Kardinal von Valencia, erkaufte sich beim Papst die Genehmigung, seinen Liebesknaben leiblichen Sohn nennen zu dürfen. Nigel Cawthorn schreibt in seiner Skandalchronik des Vatikans über Papst Bonifatius IX., er war ein Mörder, der durch Ämterverkauf die leeren päpstlichen Kassen füllte. Außerdem betrieb er Ablasshandel und erhob Gebühren für die Kanonisierung Heiliger oder die Ausstellung von Echtheitsurkunden für in Anführungszeichen neu entdeckte Reliquien, wie zum Beispiel die Vorhaut Christi. Auch an den Kreuzzügen verdienten die Klöster gut, denn sie nahmen die Ländereien der Kreuzfahrer als Pfand, die beim Tode derselben an sie fielen. Superreich durch Prostitution. Es gab Päpste und Bischöfe, die sich durch Prostitution bereicherten und dafür eigene Bordelle betrieben. Ich werde nun den Rest des Videos in Schriftform hier einsetzen. Das muss ich machen aus Zeitgründen, weil sonst wird mir das Video zu lang und geht bei YouTube. Ihr wisst das, wenn man da Einschnitte hat, geht das nicht durch. Aber ist interessant, schaut euch das an. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine spannende, ja, Unterhaltung kann man nicht sagen, aber vielleicht eine spannende Erleuchtung. Tschüss.